Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Adrenus vom Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und heute gibt es mal wieder ein praktisches Gadget für den Schreibtisch oder natürlich für sonstige Tische. Ich nutze es jetzt hier oder nutze es jetzt in Zukunft für meinen Schreibtisch und zwar einen Multiport-Adapter für die Steckdose. Das ist so ein kleiner Steckdosenwürfel, der hat ja maximal 10 Ampere zu verkraften oder 2500 Watt. Das reicht mir hier am Schreibtisch vollkommen aus. Wir haben ein eingebautes Kabel mit 2 Meter Länge und wir haben gleichzeitig USB-A-Ladeausgänge von 5 Volt und 2,4 Ampere. Sogar einen USB-C-Ausgang gibt es da mit 30 Watt. Der unterstützt 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt und sogar 20 Volt. Bei 30 Watt sind das 1,5 Ampere. Kann ich jetzt zwar das Ultrabook mit laden, aber so gut wie kaum betreiben. Egal. So sieht der Spaß erstmal aus. Für mich war es mal wichtig, dass ich nicht jedes Mal jetzt hier an der Stelle eine ganze Steckdosenleiste auf den Tisch packen kann, sondern es passt bei mir jetzt ganz gut runter. Und zwar wohin? Kann ich euch mal zeigen. Dort unter den Monitor. So werden wir den ganzen Spaß dann nämlich auch unterbringen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Das Gadget muss raus, denn ich brauche Strom hier am Schreibtisch. Und das Ganze muss ja hier zum Clean Desktop Setup mal langsam werden. So. Wir ziehen also erstmal hier alles raus, was geht. So, da ist das kleine Gerät dann auch schon. Wir haben noch eine kleine Bedienungsanleitung drin. Die werden wir höchstwahrscheinlich nicht brauchen, aber ich kann schon mal eins sagen. Man kann Zusatzteile hiervon kaufen und man kann die wie so einen kleinen Turm immer höher und immer höher bauen. Das finde ich mega cool. Wo es allerdings diese ganz normalen Adapter gibt, habe ich bisher noch nicht rausgefunden, also die einzelnen, denn das hier ist ja schon mal fest. So, wir schauen mal direkt drauf. Da ich ja hier Strom am Schreibtisch brauche, ist es für mich natürlich praktisch, wenn ich natürlich unter dem Schreibtisch einmal eine Steckdosenleiste habe mit Schalter, die habe ich sowieso da. Da würde ich dann gern das Ding reinstecken. Dafür haben wir ein 2 Meter langes Kabel. Das heißt, das Kabel fädle ich hinten am Schreibtisch direkt durch. Dann kann ich mir direkt da über USB die beiden Ausgänge hier zunutze machen. Die sind zwar blau, können aber leider, wie gesagt, nur mit 5 Volt interagieren. Dann habe ich hier einmal noch USB-C mit, wie gesagt, 20 Volt, 1,5 Ampere. Und ich habe 4 Steckdosen. 1, 2, 3, 4. Und die fünfte könnte ich auch noch nutzen. Was aber ziemlich geil ist, und das werde ich so nutzen, ist, ich habe hier gleichzeitig noch einen Adapter drin, und zwar so einen Steckdosenadapter. Ganz einfacher Steckdosenadapter, der mir nochmal aus der fünften Steckdose weitere 5 Steckdosen rausholt. Das finde ich natürlich mega praktisch. Und das Gute daran ist, ich kann die sogar bei meinen Haushaltssteckdosen ganz einfach mitverwenden. Wenn ich jetzt also nur eine Steckdose habe in der Nähe, kommt das Ding da rein und ich kann ringsherum haufenweise Adapter reinpacken. Ist somit das Geilste, was ich jetzt in den letzten Jahren mal wieder gefunden habe. So bastle ich mir das hier zusammen. Dann habe ich meinen Steckdosenturm. Wie gesagt, diese kleinen Adapter sind schon mit dabei. Hier steht aber nochmal direkt drin, maximal sind 2500 Watt drüber zulässig. Und wie gesagt, USB-A 5 Volt 2,4 Ampere, beziehungsweise hier 5 Volt 2,4 Ampere bei USB-C oder bis zu 20 Volt bei 12, 9 oder 20 Volt logischerweise. Ansonsten, das Ding hat gummierte Füße, rutscht also kaum weg. Der Hund ist schon wieder im Hintergrund völlig am Ausrasten und am Schnarchen, hört selbst. Gib alles. Der pennt mir hier schon wieder die Ohren voll. Aber egal, was ich jetzt ziemlich cool noch dran finde, ist, ich habe einen separaten Schalter, also Off und Reset, obwohl ich da auf Anschalten kann anscheinend. Das ist ja sehr interessant. Also kann ich notfalls auch ausschalten. Das finde ich gut. Hier, das Ganze müssen wir logischerweise zuerst erstmal abziehen. Dann aktivieren wir natürlich das ganze Gerät, indem wir die Stecker hier erstmal, oh, hier ist ja nochmal gesichert, indem wir das Ganze natürlich nochmal unten in die Mehrfachsteckdose einstecken. Das finde ich halt mega praktisch. Also für mich ist es eigentlich so ein Segen, dass ich mir die Kabel sozusagen jetzt hier erstmal dann spare oder zumindest die Mehrfachsteckdosen nicht mehr auf den Tisch packen muss. So, wir machen das Ganze jetzt hier unten mal direkt rein. Da seht ihr den ganzen Spaß. Und ich kann es ausschalten oder ich kann es direkt anschalten und dann kann ich darüber natürlich schnell und einfach meine Gerätschaften schnell mit aufladen. Das probieren wir auch direkt auf den ersten Blick mal aus. So, da habe ich jetzt auch schon das Praktische hier direkt mal vorgeholt. Wir haben jetzt hier ein ganz normales USB-Messgerät. Das USB-Messgerät wird jetzt direkt mit Strom versorgt aus dem kleinen Superwürfel raus. Ich werde jetzt hier einfach mal direkt einstecken und zwar Micro-USB, damit wir die ganze Powerbank als Spaß mal hier aufladen können. Dann wollen wir mal sehen, wie viel die hier so rausballert. Und wir sind schon direkt bei 1,6 Ampere bei 5 Volt. Das ist schon mal ziemlich ausreichend. Finde ich schon mal auf den ersten Blick ziemlich gut. Dann wollen wir natürlich rausfinden, geht da natürlich auf einem zweiten Anschluss noch etwas mehr. Das wollen wir natürlich noch zusätzlich rausfinden. Denn wie gesagt, da kann ich ja nur Smartphones oder irgendwelche Gadgets drüber anschließen. Das machen wir dann auch mal dann ganz direkt. So, ich lege jetzt einfach mal direkt hier nochmal zusätzlich mein anderes Smartphone hin,
Das muss noch zusätzlich geladen werden und wir sehen jetzt hier, was passiert. Wir haben einmal direkt das Smartphone, welches geladen wird mit ja, Schleppen 1 oder mit schlappen 1 Ampere und die Powerbank an der Stelle jetzt hier mit 1,3, 1,4 Ampere bei 5 Volt. Die 2,4 Ampere werden also ausgeschüttet, sozusagen haben wir 2,4 Ampere auf beide Ports maximal verteilt. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Wenn ich jetzt hier die eine Sache wieder rausziehe, seht ihr selbst, geht die andere Sache etwas höher, aber geht nicht direkt auf maximal Leistung. Aber soweit so gut ist das schon mal der Anfang, bevor es jetzt hier gar nicht richtig weitergeht. So, was natürlich noch super cool ist, wir haben natürlich zusätzlich noch hier die Möglichkeit, über den ganz normalen USB-C-Anschluss Leistung rauszuziehen. Wollen wir natürlich selbstverständlich auch noch mal ausprobieren. In dem Moment machen wir das mal. Ich habe hier sowieso gerade meinen Beamer. Der müsste sowieso mal zwischengeladen werden. So, das sind so Kleinigkeiten dann immer mal. Die müssten dann hier angesteckt werden. Nur wir schauen mal, in dem Moment, wie komme ich da am besten ran. Mal gucken, dass ich die beiden hier so mit reindrehe. Und tatsächlich, der USB-C-Port, der sagt 14,8 Volt bei 1 Ampere, entspricht 15 Watt. Plus zusätzlich nochmal hier die 5 Watt 1 Ampere, die hier unten, die gehen direkt ins Smartphone rein. Plus nochmal, jetzt hat er gepowert auf einmal, 5 Volt 1,7 Ampere, die gehen in die Powerbank hier rein. Das heißt also USB-C-Anschluss, kein großes Problem. Da kann man soweit also auch nicht meckern. Wenn ich jetzt die beiden Anschlüsse mal hier rausziehe, das wird mich natürlich mal interessieren, kommen wir dann da etwas höher von der Leistung her? Oder ist dann da schon irgendwann Ende im Gelände, weil wir wollten ja die 20 Volt eigentlich auch noch gerne mal rausholen und da sind sie dann auch schon. Das heißt, jetzt hat er es begriffen, er ist jetzt nicht mehr bei 15, sondern bei 20 Volt. Der Beamer, der kann jetzt hier ohne Probleme beides ab. Mit ungefähr 800 oder 730, 760 mA lädt er hier rein. Das entspricht so ungefähr so 15, 16 Watt, die jetzt hier in den Beamer reingehen. Also schon mal eine ziemlich geniale Leistung. Könnte ich auch mein Ultrabook direkt dran aufladen. Hier die Steckdosen, das muss ich keinem erklären. Da geht auf jeden Fall einiges, denn wie gesagt, wir können natürlich alles Mögliche daran anschließen. Das ist zum Beispiel ziemlich praktisch und dieser kleine Tower, der wird bei mir jetzt hier hinten, da unten drunter, sofern ich den jetzt nicht höhenverstelle, den Monitor drunter gepackt, denn das passt so ungefähr. Das heißt, dann kann ich mir von da hinten immer direkt Strom ziehen und habe hier einen hübschen Ein- und Ausschalter, wo ich das Ganze direkt schon bedienen kann. So, da ist es jetzt auch schon passiert. Ich habe mein Desktop-Setup etwas cleaner gemacht, etwas erweitert. Das Ganze wird natürlich immer noch in Zukunft etwas verschönert. Jetzt habe ich den ganzen Spaß einfach nur so gepimpt. Für mich natürlich nochmal objektiv besser geeignet. Ich habe jetzt meinen Kabeltower sozusagen hier an der Rückseite mit einem Schalter ja ausgestattet. Das ist soweit schon mal ziemlich genial. Problem ist nur, da das Kabel ja da hinten runter geht, sehe ich natürlich den Schalter nicht immer. Damit ich jetzt aber weiß, was mich hier erwartet und ob ich vergessen habe, den Kabeltower da auszuschalten. Ich habe zwar unten noch eine Mehrfachsteckdose, wo das Ganze dran angebunden ist, habe ich hier solche lustigen kleinen USB-LED-Lampen. Das heißt, sollte ich jetzt mal irgendwie, so wie es jetzt gerade ist, die USB-A-Anschlüsse nicht benötigen, habe ich hier so eine ganz kleine USB-Lämpchen. Und damit ich einfach nicht vergesse, irgendwann mal unten den Strom auszuschalten, damit er hier möglichst wenig Standby zieht, kann ich mir die hier so reinpacken. Ja, dann habe ich jetzt hier, wie gesagt, keinen großen Verbraucher dran. Die verbrauchen, wenn es überhaupt kommt, 0,1 Watt. Pro Stunde, das ist ein absoluter Witz. Und ich weiß aber, ohne dass ich den Schalter auf der Rückseite betätigen muss, dass da Strom drauf ist. Das ist für mich schon mal ein ziemlich praktisches Gadget. Somit stecken die Dinger jetzt erstmal drinnen. Das Gute daran ist, ich habe auch meine Beleuchtung normalerweise hier. Meine Monitorlampe habe ich im Moment erstmal so gehabt, dass ich hier auf der rechten Seite eine Powerbank hatte. Das heißt, das Kabel kann ich auch jetzt hier ohne Probleme rüberziehen. Ist vielleicht ein bisschen affig am Anfang gewesen, aber ich wusste mir erstmal noch nicht anders zu helfen. Und dementsprechend mache ich jetzt hier Folgendes. Ich ziehe dann einfach hier das Kabel einmal rüber. Das ist aber auch jetzt nur natürlich in meinem Fall günstig. Dann brauche ich mir hier keine Powerbank mehr hinstellen wahrscheinlich, sondern ich kann mir den ganzen Spaß direkt von hier direkt abzwacken, weil das ist ja nicht viel Strom, was da rausgezogen wird. Somit habe ich immer einen USB-Anschluss schon frei und ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich direkt da meine Monitorlampe betreiben kann. Da sieht man sie, die Monitorlampe wurde vorher hier über die weiße Powerbank da hinten betrieben, weil ich erst vom Monitor Strom nehmen wollte, aber da habe ich die Maus zum Beispiel angeschlossen und jetzt hat sich das Ganze erledigt. Das Ding kann an der Stelle erstmal weg. Jetzt habe ich die große Möglichkeit, das Ganze noch etwas cleaner zu machen. Ich muss mal gucken, wenn ich den Monitor runtersetze, je nach Arbeitshöhe, wie es sich am besten arbeiten lässt, dann verschwinden natürlich auch die Kabel und hier wird es dann langsam wieder übersichtlicher. Also so langsam bin ich dann wirklich schon ein bisschen
zufriedener damit. Dann bräuchte ich normalerweise natürlich nicht mehr die Möglichkeit hinten, dass ich jetzt hier mit dem, mit dem USB-LED-Licht hier hantieren müsste, sondern ich brauche dann bloß hier, wenn ich fertig bin, drüber greifen, zack, macht den ganzen Spaß aus. Gleichzeitig geht die LED-Lampe oben aus von der Beleuchtung für meinen Schreibtisch und den ganzen Spaß habe ich dann schon abgestellt. Also wirklich eine universal praktische Sache. Dieser kleine normale Steckdosentower. Für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich interessant. Für mich ist es im Moment Gold wert, da ich jetzt keine einzelne Steckdose mit 6- oder 8-fach-Leisten hier auf den Tisch legen muss. Doch wenn ich den Strom brauche für die zukünftigen Ladegerät-Tests, ja, schließe ich einfach da hinten an. Und das Coole daran ist, das kann ich nur noch mal so sagen, ich kann den hier einfach rausziehen und kann den hier einfach mitnehmen als, ich sag mal, Mehrfachsteckdosenadapter für Hotelzimmer oder für irgendwelche anderen Eigenschaften, wo ich jetzt gerade hin muss. Denn der ist ja Schuko-Stecker geeignet und passt bei mir dann dementsprechend überall rein. Und ich hätte jetzt die 5 Steckdosen immer noch über. Und so habe ich halt immer noch einen Adapter oben drauf. Also das Ding finde ich persönlich eine sehr coole Sache. Gold wert in meinen Augen. Gut, dass ich drüber gestolpert bin, muss ich mal so sagen. Ich habe es wirklich vorher noch nie gesehen. Und ja, jetzt habe ich so ein Ding. Ich hatte vorher so eine andere Version, wo ich unendlich viele Stecker, auch ausländische Stecker für den Urlaub mit drin hatte oder für Reisen. Aber dieses Ding ist einfach nur Gold wert, wenn man einfach seine Multisteckdose auf dem Schreibtisch haben möchte. Noch dazu schick designt. Wir haben die USB-Anschlüsse mit dran. Darüber kann ich natürlich noch Geräte laden. Das ist einfach noch das i-Tüpfelchen, wenn ich mehr haben möchte. Also zum Beispiel meinen 65 Watt Adapter anschließen möchte oder 100 Watt Adapter für USB-C, habe ich ja die Schuko-Stecker bzw. Schuko-Steckdosen an der obersten Seite, wo ich alles anschließen kann. Das Ding verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wer daran Interesse hat, kann gerne mal draufklicken und sich das Ding anschauen. Das ist für den ein oder anderen Desktop definitiv das Richtige. Für mich auf jeden Fall das Beste, was ich zurzeit gefunden habe. Dann bin ich erstmal raus, bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.